Das sind also wirklich das Alcatraz für Viren, also etwas wie ein Gefängnis für Viren. Wir versuchen schon sehr viel, um sicherzustellen, dass sie von hier aus nicht nach außen gelangen können. Das ist ganz wichtig für unsere Arbeit. Wir verstehen das Virus immer besser und das alles machen wir auch, um dann bessere Bekämpfungsmaßnahmen. Wir können das Virus sehr schnell nachweisen, sowohl Antikörper als auch Virusgenom, als auch das Virus selber. Und die, ich sag mal, härteste Nuss zu knacken, ist die Impfung, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir versuchen alles, was möglich ist, ohne Tierversuch erstmal zu untersuchen. Es geht auch nichts ins Tier, was ich auch in der Zellkultur beantworten könnte. Aber Dinge wie Pathogenese, was macht das Tier krank? Was läuft dort ab? Wie reagiert das Tier? Die kann ich nur während der Infektion des Tieres messen. Die Tiere werden aber so behandelt, dass das Leiden der Tiere auf ein absolutes Minimum herabgesetzt wird.